Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich weiß, ihr habt mir sehr vermisst. Ich habe euch gesagt, ich mache 2 Wochen Video-YouTube-Pause. Also ich mache 2 Wochen YouTube-Video-Pause. Und jetzt bin ich wieder am Videos zu machen. Und ich werde mal nicht so schnell machen. Und ja, was ist das Thema? Ihr könntet ihr diesen Titel schon lesen. Es geht um... es geht um Champions League. Ja, ich tue schon Sprachfehler machen. Ich tue schon Sprachfehler machen, weil ich habe schon nicht mehr YouTube-Video gemacht. Also 2 Wochen. Ich habe 2 Wochen keine YouTube-Videos gemacht. Also Pause-Video YouTube. Aber jetzt kommen wieder mal Videos. Heute kommt morgen und Sonntag kommt dann wieder das Video. Und ja, heute geht es um Thema Champions League. Um Dienstag Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool. Um Dienstag 3.11. Ich habe so ein Gefühl, dass Atalanta sehr, sehr... also ich finde, Atalanta hat in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten gehabt. Gegen solche Liverpool-Mannschaft. So Liverpool hat Atalanta gegen Liverpool, also eine italienische Mannschaft versus eine englische Mannschaft versus Atalanta und Liverpool. Lasst ein Abo da, wenn ihr diesen Video euch gefällt, und ihr könnt diesen Daumen hoch geben und ein Like da geben, und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch mehr für Videos euch machen. Und heute geht es um Champions League, Atalanta und Liverpool. Und ja, in der ersten Halbzeit hat Atalanta wirklich Schwierigkeiten gehabt. Wo den welchen Ball spielt er? Atlanta müsste in ein Spiel reinzukommen. Also Atlanta hat müssen diesen Spiel erstmal reinzukommen, diesen Tore zu machen. Und bei anderer Seite, Liverpool hat in der ersten Halbzeit 1-0, in der 16. Minute 1-0, Diogo Jota erzielte 1-0 bei FC Liverpool, und Liverpool geht 1-0 zur Führung. Und Liverpool hatte 1-0, also Liverpool hat 1-0 geführt, und dann kommt der FC Liverpool, 33 Minuten, Liverpool macht den 2-0, Diogo Jota den ersten Champions League Zweierpack, und dann kommt, na klar, kommt Liverpool, macht das in der 47 Minute das 3-0, Salah 47 Minute das Tor. Und dann kommt in der 49. Minute kommt das 4-0. Mani in der 49. Minute das Tor. Und dann kommt in der 54. Minute Diogo Jota den ersten Dreierpack in Champions League. Und übrigens, Diogo Jota, der ist einfach gut in Form. Diogo Jota ist gut in Form. Bei Liverpool hat er richtig gut gespielt gegen Atalanta Bergamo. Und die andere Seite von Atalanta. Atalanta müsste mehr machen im Spiel, so eine Mannschaft von FC Liverpool. Also Atalanta müssten schon ein bisschen mehr bewegen, zum Beispiel habe ich gesagt. Und ja, Leute. Ich würde mal sagen, diesen Thema von Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool in der Champions League. Dienstag, 3.11. Und werde mal sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ich noch mehr für Videos soll ich machen, ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ich noch mehr für Videos soll ich machen. Und ich werde mal sagen, bis morgen kommt das neue Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht's gut heutigen Tag. Also macht euch gut an heutigen Tag. Und wir sehen uns. Neue Video. Heute kommt das Video online, und wir sehen uns. Bis morgen kommt das neue Video, und ja, ciao.